Mir ist mal wieder ein Stück Technik in die Hände gefallen, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Es handelt sich um Wechselfestplatten für den Atari ST. Die Medien sind ungefähr so groß wie 5¼ Zoll Disketten, würde ich mal so grob schätzen. Natürlich etwas dicker und natürlich hart. Die üblichen Nutzungshinweise, nichts, wovor man sich fürchten müsste. Die Cartridges als solche relativ unspektakulär. Seriennummer offensichtlich immer nur ja, eine Scheibe, je Cartridge. Und hier drin befindet sich ein CyQuest-Laufwerk und die Kapazität 44 Megabyte. Das Gehäuse ist ein Metallgehäuse, angelehnt an einen Megafile. Also, das gab es wohl auch von Atari im Original. Das ist dann ein Stückchen Marke Eigenbau. Man legt die Cartridge ein, die arretiert, man drückt hier den Hebel noch ran und dann fängt das Ding an zu laden. Vergleichsweise laut, aber wenn man an Festplatten aus der Zeit denkt, die haben auch munter vor sich hergerattert. So, jetzt scheint es einsatzbereit zu sein. Ich starte meinen wunderschönen Atari STE mit dem TOS 206. Wie immer, das Booten dauert ein wenig. Jetzt kommt der Speichercheck. Den breche ich direkt mal ab. Auf der Festplatte oder auf der Wechselplatte ist ein Autostartordner mit den entsprechenden Treibern. Es werden Partitionen C, D, E, F erkannt. Und schwupps startet das ganze Ding und man sieht entsprechend die Festplattenlaufwerke, die seinerzeit mal, übrigens nicht von mir, angelegt wurden. Wie das Gehäuse schon erahnen lässt, wurde das Ding seinerzeit im Mega ST eingesetzt, passend eben zur Mega ST Gehäusegröße. Hier im Bild zu sehen eine Megafile 44. So sollte es aussehen, wenn es von Atari kam. Ähnliches Gehäuse, allerdings hier ist das Laufwerk links angebracht, in meinem Fundstück rechts. Der Funktion tut dies keinen Abbruch, es klappt wunderbar. Und 40 Megabyte verglichen mit 1,4 oder nur 720 Kilobyte war schon ein ziemlicher Fortschritt.